Okay. So, dann gucken wir mal. Oh, guck mal, das ist die Karte. Sehr schön. Wir schauen mal. Ah, Blödsinn. Da wollte ich. Warte mal, mach mal raus hier. Ich muss mal eben gucken, wie viel Material braucht denn dieses Straßenbau-Dingsbums hier. Lass mal sehen. Oh, hier ist auch ein Mühlgebiet. Eieiei. Heidewitzka. So, wie viel brauchen wir denn da? Metalle, Keramik, chirale Kristalle. Okay. Okay, 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 okay. Ah, wie viel. Moment, wie viel brauchen wir denn dafür? Warte mal. Ach, ich bin so doof, ne? Jetzt kommt wieder Kopfrechnen schwach. Es sind 3000. 4000. 3000 und 4000. Okay. 3000 Keramik, 4000 Metalle. So, und wie viel habe ich dabei? Fracht. 3000 Keramik. Oh, das ist eine ganze Menge, was ich hier noch habe. Okay. Aber ich brauche sowieso ein paar Blutgranaten. So, zu lieber Material nehmen. Ausrüstung herstellen, da war es, genau. Okay. Wir brauchen in jedem Fall Blutgranaten. Zack. Zwei. So. Munition 21. Ja, das reicht. Das stellen wir her. Und wo haben wir Blutbeutel? Da. Vier im Besitz. Nee, Quatsch, im Besitz habe ich drei. Gesamt vier. Da machen wir auch fünf. Die wiegen ja nichts, die Dinger. So. So, Fracht automatisch anordnen. Flups. Blutbeutel. Ach, der ist die Vorratstasche ist voll, okay. Deswegen geht das nicht. Okay. Bestätigen. So, Material nehmen. Wir brauchen erstmal hier Keramik. Keramik brauchen wir viel. Keramik brauchen wir echt viel. Da. Das nehmen wir auch noch mit. Ja, 100 Kilo geht nicht. So. Alles umladen. Okay. Ja, ich komme hier nicht raus, ist das Problem. Ich komme hier nicht raus. So, das stelle ich mal eben hier ab. So. Das müssen wir auch noch mitnehmen. Ah, ich muss das über hier Dings machen. Moment. Hier über Fracht muss ich das machen. Oh, ich habe das Maschinenöl sogar noch für den Ingenieur. Mr. Marcent, Hallöchen, schönen guten Abend. Nett, dass du reinschaust. Wie geht's, wie steht's? So, Maschinenöl, das ist für den Ingenieur. Okay. Wir nehmen mal mit. Wo ist es denn hier? Nicht mitgeführt. Das nehmen wir mit. In die Hand tragen. Genau. Ich kann mich nicht beschweren. Da ich freitags frei habe, habe ich heute sehr viel Zeugs erledigen können. Und jetzt zwingen wir uns ein wenig Pakete zu liefern. So, aufstehen. Jetzt kann ich das so bestimmt alles wieder auf die Fracht... So, umladen.
Ich will das nicht in der Hand tragen. Ich will das auf dem Rücken tragen. Geht das nicht? Na gut. Hab mit Death Stranding angefangen. Ah, ist gut. Ist sehr gut. Okay, das tragen wir hier. Und das in der Hand tragen. Und zwar in der linken Hand tragen. So, Sam muss ein bisschen was tragen. Wie weit bin ich? Ich zeig's dir gleich. Warte. Zack. Mal kurz bestätigen. So, ich zeig dir mal ganz kurz die Karte. Also ich bin schon hier in Lake Knot City. Das heißt, ich habe mit dem Boot umgesetzt. Und bin jetzt hier dabei, mich hier ein wenig zu vergnügen. Und selber. So, und wir wollen jetzt natürlich hier hin. Da wollen wir hin. Wo ist das Ziel? Da ist das Ziel. Warum nimmt er das nicht mit? Ist egal. Oh, schon wieder dieser scheiß Anrufbeantworter hier. Ausgezeichnet. Machen wir gleich. Du hast das Netz um 3 Wegposten erweitert. Die Prepper sind eingespannt und das chirale Netzwerk gedeiht besser denn je. Wir wollen ein örtliches Verteilerzentrum als nächsten Wegposten nutzen. Aber das muss warten. Ich habe hier einen dringenden Auftrag. Ein Problem, das gelöst werden muss. Ja, ja. Du musst einen von Lake Knot City Servern für uns wieder beschaffen. Er wurde nach einer Reparatur auf dem Rücktransport von Mules gestohlen. Natürlich. Der Server enthält Validierungsdaten für ein neues Liefersystem, das wir einsetzen. Es soll das chirale Netzwerk nutzen, um Lieferungen zu automatisieren. Schreib schon mal deine Frage. Für uns ist er unverzichtbar. Die Mules könnten ihn auch für einen Toaster halten. Ein Toaster, aus dem sie chirale Kristalle und seltene Erdmetalle herausreißen werden. Okay. Ohne schnelles Handeln könnten wir die Daten verlieren. Also ab mit dir zum Ablageplatz der Mules. Schnapp dir den Server und bring ihn nach Lake Knot City zurück. Ich lege den Auftrag selbst an. Über deine Handschellen erfährst du mehr. Über meine Handschellen erfahre ich mehr. Zum Beispiel, dass ich gefesselt bin. Lass mal ganz kurz gucken. Ich bin jetzt an der Stelle, wo ich Hilfsmittel transportieren muss. Weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ist das da, wo du von Capital Knot City zu Port Knot City was bringen muss? Kann das sein? Oder dann von Capital Knot City, also in der quasi im ersten Areal, wo du von Capital Knot City Hilfsgüter nach Port Knot City bringen sollst, ja? Ja, Sperma und so, ja. Ja, da weiß ich, wo du bist. Da bin ich schon vorbei. Ne, 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 ich baue mir eine Straße. So. Waffeneinschränkung aufgehoben. Oh, guck mal, da fahren Autos, da fahren Mules. Die werde ich mir doch mal mitnehmen. Da werde ich mir so ein Auto klauen. Dann bin ich ein bisschen schneller. Und kann mehr Zeugs transportieren. Ich lade gerade mal so ein bisschen was hier ab gleich. Du sag mal, sieht man irgendwo, wie viel Tragkraft das Motorrad hat? Nein, ich glaube, das sieht man nicht. Ich glaube, das gibt's auch gar nicht. Du kannst so viel mitnehmen, wie du willst, aber es fährt dann halt langsamer und du verbrauchst auch mehr Akku. Ja? Du kannst nur nicht so viel aufs Motorrad draufladen. Das ist richtig, hinten auf den Gepäckträger. Du kannst aber auf dem Rücken, ich hatte auch schon so einen riesen Trumm an Pakete da drauf. Ich meine, das müsste gehen. Es fährt halt nur langsamer und verbraucht mehr Akku. Ah, oh, das ist ja schon eine Straße. Ich habe mir tatsächlich in dem Areal, wo du jetzt bist, also in dem ersten Areal, habe ich mir tatsächlich einzelne Generatoren als Wegpunkte gesetzt. Brauchst du irgendwann auch nicht mehr, wenn du die einzelnen Stationen alle angebunden hast, dann hast du überall einen Generator. Aber ich glaube, das hängt davon ab, auch mit den, wie, ob du Steigungen hast, Gefälle, ob du viele Felsbrocken im Weg hast und so. Davon ist das abhängig, ob du weit damit kommst. Also ich habe die Entfernung nie gemessen. Die Entfernung ist für mich auch nicht ganz so wichtig, weil ich gucke immer nach dem Akkustand. Und nicht durch Wasser fahren und so, wird der Akku ja auch schneller leer, ne? So, jetzt wollen wir mal ein bisschen hier Zeugs loswerden. So. Da, Konstruktionsmenü. Und wir wollen Straße erneuern.
Wir wollen Sponsoren. Selbstverständlich Keramik. Wo sieht man den Akku? Hast du dein Motorrad noch? Das Motorrad konnte ich nicht mitnehmen. Wenn du in Port North City bist und dann fährst du mit dem Schiff weiter in diese Gegend, wo ich dann bin, und dort kannst du das Motorrad nicht mitnehmen. Du musst dir hier ein neues besorgen quasi. Aber es gibt nachher noch andere Fahrzeuge. Ich muss mal gerade die Keramik hier loswerden. So. Moment. Den Akku siehst du, ich zeig's dir sofort, wenn ich hier das wenn ich eben hier auch wieder raus bin. Warte mal. So, chirale Kristalle zufügen. Das machen wir eben voll hier, die Kiste. So. Und zwar da, wo du deine unten links, wo du deine Stiefel siehst. Guck mal. Guck mal bei mir unten links. Da siehst du auch so ein kleines Batteriesymbol mit so einer blauen Anzeige. Ja, du kannst das einfach in der Botanik setzen. Das ist scheißegal. Kannst du da, wo das chirale Netzwerk ist, kannst du das Ding hinstellen und dann ist gut. Und wenn du jetzt siehst bei mir unten links, da siehst du so eine kleine Batterie im Bild. Das ist zum Beispiel der Akkustand von meinen. Ich habe hier am Bein so ein Exoskelett, damit ich mehr Zeugs tragen kann. Und wenn du auf dem Motorrad sitzt, dann kriegst du dort auch so eine Anzeige, womit du den Akkustand dann siehst. Tatsächlich. So, habe ich noch was hier zum Abgeben? Lass mal sehen. Straße erneuern. Ich habe nichts mehr. Okay, was habe ich denn hier jetzt eigentlich noch an Zeugs dabei? Ich habe so viel Zeugs. Ah, Maschinenöl. Ah, warte mal. Dann kann ich hier Fracht automatisch anordnen. Juhu! So, Maschinenöl und Schlaftabletten. Ja, kann ich ja eigentlich mal wegbringen, oder? Komm, die bringe ich mal weg. Die bringe ich weg, das Zeug, und dann auf dem Rückweg hole ich mir dann dieses Dings da. Was ich aber geil finde, ist dieses Bauteile-Feature, das man mit anderen Spielern teilen kann. Ja, deswegen, das ist ja Death Stranding, das ist ja ein asynchroner Multiplayer, wenn du so willst. Weil sobald du jemanden an chirale Netzwerk angebunden hast, siehst du und kannst auch nutzen die anderen Objekte, die andere Spieler mal gebaut haben. Das ist eigentlich ganz cool. Ne, ich zum Beispiel hier, dieses Stück Straße hier zum Beispiel, habe ich nicht gebaut. Das wurde gebaut. Und das Coole ist, dann, wenn die Straßen fertig sind, kann ich, und dann ein Fahrzeug, wenn ich dann ein Fahrzeug habe, kann ich quer durch die Map düsen. Das geht echt gut. Ja. Und die wichtigste Währung ist da natürlich Likes. Immer Likes. Warte mal, hier waren doch noch irgendwo Schlaftabletten, habe ich doch gesehen. Da sind noch Schlaftabletten. Die nehmen wir auch noch direkt mit. Verlorene Fracht. Kein Thema. Nehmen wir mit für den Alten. So. Ab auf den Rücken. Okay, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir nicht auf einmal wir kommen durch das Mew-Gebiet durch. Oh, fuck. Oh, fuck. Da müssen wir weiter nach rechts. Du sag mal, kann man die GD irgendwann töten? Töten, kannst... weiß ich nicht. Ob man das Töten nennen kann. Wenn du jetzt schon die Hilfslieferungen hast, dann müsstest du ja schon diese Blutgranaten und so getestet haben, oder? Die sind ganz wichtig. Aber ich bin auch noch nicht weit in dem Spiel. Also da, wo ich jetzt bin, weiter bin ich auch noch nie gewesen in dem Spiel. Ich habe es mal vor ein paar Jahren, als es released wurde, hatte ich es mal auf der PS4 angefangen. Hab's dann, weil ich so viel mit der Arbeit am Hut hatte, habe ich dann damit aufgehört. Und bin jetzt dabei, quasi das Spiel nochmal neu aufzusetzen. Keine Spoiler! Jeder, der spoilert, der kriegt von mir ein paar Flügel, weil dann fliegt er nämlich. Okay. Ja, es war ja das erste Jahr, war es ja PS Exclusive, ne? Das erste Jahr war es exklusiv nur für die PlayStation. Na, 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 na. Komm rauf da. Ich finde, das Spiel hat schon sehr viel Potenzial. Also ich finde das Spiel richtig geil. Du hast zwischendurch natürlich ein bisschen langweilig, dass du das Zeug durch die Gegend tragen musst, aber da selbst da kannst du dir ja ein bisschen Spaß rausholen, ne? Und super auf meinem PC, okay?
Ja gut, gut, was heißt geringe Anforderungen? Du hast ja hier auch nicht wirklich viel bewegtes Zeug irgendwie, was generiert werden muss oder so, oder was gerendert werden muss. Sondern du hast ja tatsächlich nur hier diese Gegend und Sam ist der Einzige, der sich bewegt. Es sei denn, du kommst mal mit dem Mule zusammen, ne? Ja, ich bin hier an einem Mule-Gebiet, da muss ich ganz einigen Bogen drum machen, damit ich hier zu dem Dings komme. So. Also du siehst jetzt hier, also hier auf der PS5 spiele ich's. In der abgegradeten Version, weil ich konnte für 10 Euro konnte ich quasi die Standardversion auf PS5-Version Director's Cut konnte ich upgraden. Und das finde ich cool. Ja, es gibt Bosskämpfe. Und die sind echt nicht ohne. Oh ja, es gibt Bosskämpfe und die sind echt nicht ohne. Ich habe schon einen gemacht, ja. Eigentlich habe ich sogar schon zwei gemacht, wenn man so will. So, jetzt mal kurz die Frage, wo ist der Alte? Da ist der Alte, da gehen wir hin. Dann gehen wir zum Ingenieur und dann holen wir ihm hier diesen komischen Server. Da ist wieder Mule Camp. Vielleicht können wir bei den Mules auch einfach mal vorbei und denen einen netten kleinen... Warte mal, ich mach mal eben hier schön nochmal ein schönes Foto für YouTube. Guck mal, da stehen auch überall jetzt schon Brücken und sowas. Oh, da ist ein Mule. Krass. Wo ist meine Bola-Gun? Da. Aha. Zielen, schießen. Halten zum Aufladen, erhöht die Breite und Reichweite des Packseils. Okay. Nicht ablegen. So. Ja, klar kriegst du die. Weil du solltest ja nach Möglichkeit die Mules ja nicht töten, ne? Weil dann werden sie ja zu GDs. Das ist natürlich sehr taktisch unklug. Deswegen darfst du sie ja nur außer Gefecht setzen. So, guck mal, da sind auch schon Brücken und so. Da hole ich mir nachher ein Auto. Klar, versuchen wir dem mal ein Auto zu klauen. Dann können wir auch ein bisschen mehr Fracht transportieren. Die haben so LKWs und so. Wow, hier geht's ja runter. Was? Hattest du bisher nur die Schlammdinger oder auch schon so ein BB-Ding? Nee, ich hatte nur diese Öldinger. So, die so nach Öl aussehen. So, wo ist denn jetzt der Alte? Da. Ja, natürlich auf der anderen Seite. Ist ja recht. Oh, dankeschön, Mr. Marcent. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen bei uns. Und, ja. Auf da. Ja klar, kann man sich das denken. Hideo Kojima ist ja dafür bekannt, dass er, ich sag mal, tatsächlich immer aus dem Vollen schöpft, ne? Aber das ist nett. Ja, ich versuche immer nett zu antworten. Andersrum ist es auch so, andersrum mache ich es aber auch so, dass, wenn jemand nicht nett im Chat ist, dann nehme ich ihm meistens die Entscheidung ab, ob er weiter hier zusehen möchte. Aber wir haben eigentlich nur nette Leute hier. Guck dir Kavi an. Die ist nett. Die beackert so schön ihre Felder beim Landwirtschaftssimulator. Spitzomatico. So, jetzt liefern wir ihm mal hier seine Schlaftabletten, damit der alte Mann in den Schlaf kommt. So. Ja, sag ich doch so, du pübelst auch nie rum. Mach, also ich persönlich bin immer ein... Was ist denn das? Ey, da laufen welche! Wartet! Da laufen welche! Bleibt stehen! Ich habe schon lange keinen Menschen mehr gesehen! Halt! Hey.
Boten sind freiberuflich, sie stehlen niemandem die Fracht und stellen keinerlei Bedrohung dar. Grüße höflich, wenn du jemandem begegnen solltest. Okay. Oh, danke für die Hilfe. Immer schön dranbleiben. Ja, immer schön dranbleiben. Ja, Marco. Marco ist ja auch ein ganz gemeiner. Der weiß nur etwas über meine Geheimnisse. Deswegen darf er sich das erlauben. Nein, Quatsch. Marco ist auch ein Netter. Marco ist ein Netter. Ein Küchenverkäufer. So. Liefern wir mal was ab. So, verlorene Fracht. Alles zurückgeben. Nein, da machen wir gar nichts mit. Wie kann man das abwählen? Gar nichts. So. Es gibt nette Küchenverkäufer, im Ernst. Ich weiß nicht, ich habe nur... Da doch, ich habe eine Küche gekauft, aber die haben wir uns selber zusammengestellt. Danke, dass du mich wieder besuchst. Es ist immer schön, dich zu sehen. Ohne Leute wie dich wäre ich schon lange nicht mehr am Leben. Du sollst wissen, dass ich dir dankbar bin. Auch wenn ich es nicht immer so sage. Sehr schön. Also was ich recycle, also so Metall und so, das recycle ich meistens nicht. Das lege ich, das brauche ich hier. Wenn du, du bist ja quasi in dem Areal, was noch so Tutorial ist, wenn man so will. Da kommst du erstmal so richtig rein. Da ist es egal, da kannst du es im Prinzip auch recyceln. Das spielt keine Rolle. Du brauchst es natürlich bei mir jetzt hier zum Beispiel, wenn du Straßen bauen willst und sowas, dann musst du mit Material ranschaffen. Dann würde ich es nicht recyceln. Recyceln tue ich nur Sachen, die verbraucht sind, wie zum Beispiel Blutbeutel, die nicht mehr funktionieren, Blutgranaten, die irgendwie leer sind oder so. Die würde ich dann weg. Die recycle ich. Aber ansonsten sammle ich meistens das Material, um es dann in die einzelnen Konstruktionen reinzupumpen, weil die brauchen echt viel. Also gerade so Straßen und sowas. Ach toll, ich habe das Maschinenöl jetzt dahin. Ja gut, ich kapiere das nicht mit dem Anvertrauen. Ich kapiere es nicht. Bin ich zu doof dafür? Ich wollte ihm das nicht anvertrauen. Mann. Bis zum nächsten Mal. Ja genau, das habe ich auch gesagt. Ja, neuer Auftrag verfügbar. So, was haben wir denn jetzt noch an Fracht dabei? Lass mal sehen. Wir haben Blutgranaten, 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 Blutgranaten. Und Blutbeutel. Blutbeutel! Und eine Bola-Gun. So, ich glaube, wir können jetzt mal eben diese eine Mission machen, oder? So, da war das sein. Sammeln neben New Lager Südwestern von Network City. Server-System. Gut, das machen wir. Da düsen wir mal hin. Richtig. Richtig. Und ich wollte jetzt etwas gar nicht zu wegliefern lassen, sondern ich wollte es tatsächlich selber liefern. Aber irgendwie verstehe ich das in dem Menü nicht, dass ich da dass ich das irgendwie auseinandersteuere. Also da muss ich sagen, ist das Menü etwas, nicht nachvollziehbar. So. So, jetzt, ja, guck mal, hier haben wir wieder einen schönen Dings. So, Wachturm. Und hier einen hohen Punkt aus beobachten. Okay, das machen wir doch. Wachturm benutzen. Zu liefern. Ah, genau mittendrin. Ernsthaft? Da fährt ein Auto. Okay. Noch ein schönes Foto für YouTube. So, und jetzt, ich glaube nicht, dass... Also, aktuell kann man es nicht selber herstellen. Also, du kannst ja auch kein Moped herstellen, sondern das kannst du ja nur dir besorgen.
Und so mache ich das jetzt auch. Das Auto werde ich mir jetzt auch mal besorgen. Aber vorher drücke ich mal auf den Speicher-Button. Weil ich kenne mich. Ich bin nämlich so ein Depp. So. Okay. Habe ich das jetzt gespeichert? Ich weiß gar nicht mehr. Warte mal. Speichern abgeschlossen. Okay. Gut.